Willkommen. In diesem Video lernen Sie den Begriff und die Funktion von Medien kennen, die Flexikontaler in ihrer Einführung in didaktisches Handeln entwickelt haben. Flexik schreibt 1997 zum Thema Medien, ich zitiere: Whether information is to be delivered by written texts or on tape, by direct experiences or by simulations, by drawings or by photographs, by still pictures or by films or by any combination of these media depends on the design. In dem Zitat werden zwei Punkte hervorgehoben. Zum einen wird mit Text, Aufzeichnungen, direkten Erfahrungen, Filmen usw. so eine große mediale Vielfalt angesprochen. Zum anderen wird die Einbindung dieser medialen Vielfalt in das didaktische Design betont. Es geht Flexik hier darum, Medien im Kontext des didaktischen Designs zu verstehen, geeignete Medien auszuwählen und diese sinnvoll zu gestalten. Die Medien sollen also anhand des didaktischen Designs ausgewählt werden. Dabei müssen Kontextbedingungen wie Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit oder die Kosten berücksichtigt werden. Diese Sichtweise ist eine deutliche Verschiebung gegenüber der Position, die Flexik 1969 in seiner Antrittsvorlesung vertreten hatte. Dort hatte er die technologische Wendung der Didaktik gefordert. Gemeint war damit, dass Lehrtechniken, soweit möglich, objektiviert und an ein Medium übertragen werden sollten. In den Mittelpunkt hat Flexik dabei die programmierte Unterweisung gestellt. Dieses Vorgehen ist am effektiven und effizienten Erreichen von definierten Lernzielen orientiert. Relevant ist das Ergebnis, nicht der Weg dorthin. Das wird heute als Output-Orientierung des Bildungssystems bezeichnet. Bei Flexik war damit aber nicht gemeint, dass Lernende nur an vorgegebene Ziele angepasst werden sollten. In den Mittelpunkt hat er vielmehr die transparente Entwicklung von Lernzielen gestellt. Damit verbunden war die Forderung nach einer verständlichen Erklärung der Ziele, damit die Lernenden sich entsprechend informieren können. Mitgedacht war dabei durchaus die Möglichkeit für die Lernenden, sich für oder gegen Ziele entscheiden zu können. In der 1975 erschienenen Einführung in die Didaktik wird die Verwendung im Blick auf die Lehrfunktionen in den Mittelpunkt gestellt. Als Lehrfunktion werden Motivation, Information, Übung und Diagnose genannt. Die Frage ist dann, welche von diesen Funktionen in welchem Umfang an Medien übertragen werden können. Betont wird dabei, dass Medien Erfahrungen nicht unmittelbar, sondern sprachlich vermittelt ermöglichen. Mit der sprachlichen Vermittlung ist eine Auswahl verbunden, weil bestimmte Eigenschaften eines sprachlich vermittelten Gegenstandes ausgewählt und damit hervorgehoben werden müssen. Verändert wird auch die Speicherung und Verteilung. Unmittelbare Erfahrungen sind nur vor Ort in der Gegenwart möglich. Bücher können sprachlich vermittelte Erfahrungen über einen großen Zeitraum speichern und so eine Vergangenheit erfahrbar machen, die unmittelbar überhaupt nicht erfahrbar wäre. Hervorgehoben wird auch die Bedeutung der Auswahl der Medien. Neben den in den Medien verwendeten didaktischen Designs sollen dabei auch die Interessen, die die Auswahl der Inhalte bestimmt haben, und die Vorgaben des Curriculums berücksichtigt werden. Im Blick auf die Repräsentation des Wissens unterscheiden Flexik und Haller drei Abstraktionsebenen: die Simulation, die Abbildung und das Symbol. Eine Simulation erlaubt Handlungen und ist insofern eher konkret. Eine Abbildung zeigt Einzelheiten eines Objekts, erlaubt aber keine Handlung mehr und ist insofern abstrakter. Eine sprachliche Abbildung in einem Text zeigt keine Einzelheiten eines Objekts und erlaubt keine Handlungen und ist insofern noch abstrakter. Anhand dieser Einteilung kann entschieden werden, welches Medium, also Simulation, programmierte Unterweisung, Unterrichtsfilme, Tonaufnahmen oder schriftliche Darstellung, am sinnvollsten ist.
In der didaktischen Gestaltung ist damit zu berücksichtigen, welche Abstraktionsebene sinnvoll ist, was im Curriculum steht und welche Interessen vertreten werden. In didaktischen Designs können praktisch alle verfügbaren Medien verwendet werden. Flexig und Haller listen dabei fast alles auf, was 1975 verfügbar war, wie etwa Simulationen, die programmierte Unterweisung, audiovisuelle Medien, Tonaufzeichnungen, Gespräche und Texte. An Medien können von Lehrenden Lehrfunktionen übertragen werden. Medien können damit von den Lehrenden zum Zwecke der Motivation, der Information, der Übung und der Diagnose verwendet werden. Für die der jeweiligen didaktischen Gestaltung entsprechende Auswahl werden als Kriterien die Wahl der Abstraktionsebene, die Vorgaben des Curriculums und die in den repräsentierten Inhalten zum Ausdruck kommenden Interessen genannt. Der Vorschlag von Flexig, Lehrfunktionen an Medien zu übergeben, ist vor allem im Blick auf die programmierte Unterweisung auf vehemente Kritik gestoßen. Hauptkritikpunkt war, dass damit eine Auslieferung der Lernenden insbesondere an Kapitalinteressen erreicht wird. Dabei wird unterstellt, dass die Lernenden einfach nur an die durch das Curriculum vorgegebenen Ziele angepasst werden sollen. Das ist allerdings eine etwas verkürzte Rezeption, die übersieht, dass es gerade auch darum ging, die Lernziele für die Lernenden und Lerninhalte transparenter zu machen und ihnen so eine Auswahl zu ermöglichen. Auch die Mitarbeiter der Lernenden an der Gestaltung der Curricula wurde mitbedacht. Die Kritik hat jedenfalls eine Verwendung der programmierten Unterweisung im deutschsprachigen Raum effektiv verhindert. Das ist insofern bedauerlich, als dass eine programmierte Unterweisung im Ensemble der Medien, die in einem didaktischen Design insgesamt verwendet werden, durchaus sinnvoll sein kann. Im Mittelpunkt steht bei Flexig und Haller jedenfalls die Auswahl von Medien im Blick auf ein didaktisches Design. Das kann als Kritik an Ansätzen des Technology Enhanced Learning gesehen werden. Im Verständnis des Technology Enhanced Learning wird vor allem die Medientechnik in den Mittelpunkt gerückt, an die dann das didaktische Design angepasst wird. Derzeit gibt es zum Beispiel eine breite Diskussion um das Mobile Learning. Dabei steht vor allem der Einsatz mobiler Endgeräte im Mittelpunkt. Die Frage lautet dann, wie kann das Gerät didaktisch eingesetzt werden? Dabei wird nicht gefragt, kann das Gerät didaktisch sinnvoll eingesetzt werden. Es wird also davon ausgegangen, dass das Gerät sinnvoll ist. Das Gerät wird damit als das Gute betrachtet und zum Maßstab menschlichen Handelns gemacht, nicht umgekehrt. Ein anderes Beispiel ist E-Learning, das lange als an sich gut diskutiert worden ist, ohne nach der didaktischen Sinnhaftigkeit zu fragen, die es durchaus gibt, die aber nicht unmittelbar durch die Verwendung von Internetcomputern gegeben ist, sondern eben erst in einem didaktischen Design entsteht.